Halos sind ein faszinierendes optisches Phänomen. Und in vielen Kulturen wurden Halos als göttliche oder spirituelle Zeichen interpretiert. Insbesondere, wenn sie um religiöse Symbole wie Kreuze oder Statuen erscheinen. Doch wie genau entstehen Halos und wo kann man sie am ehesten sehen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ein Halo ist ein optisches Phänomen, das um die Sonne oder den Mond herum auftritt und als heller Kreis oder Ring erscheint. Es entsteht durch die Brechung und Reflexion von Sonnen- oder Mondlicht an Eiskristallen in der Atmosphäre. Wenn das Licht in die Eiskristalle eintritt, wird es gebrochen und in verschiedene Richtungen reflektiert. Dieser Prozess wird als Lichtbrechung und Lichtreflexion bezeichnet. Für die Entstehung von Halos sind spezielle Eiskristalle in der Atmosphäre erforderlich, die eine bestimmte Form und Größe haben. Die hexagonalen Prismen sind die häufigste Form der Eiskristalle, die Halos verursachen können. Diese Prismen sind in der Regel zwischen 5 und 15 Mikrometer groß und haben eine längliche Form mit einer langen Achse, die senkrecht zur Erdoberfläche ausgerichtet ist. Die Eiskristalle, die für die Bildung eines Halos verantwortlich sind, sind in der Regel in hohen Wolken oder im oberen Teil der Troposphäre zu finden. Wenn das Sonnen- oder Mondlicht in die Eiskristalle fällt, wird es gebrochen und reflektiert, wodurch ein Halo um die Lichtquelle entsteht. Die Form des Halos hängt von der Form der Eiskristalle ab. In der Regel sind Eiskristalle sechseckig und bilden daher ein symmetrisches Halo um die Sonne oder den Mond herum. Es können jedoch auch andere Formen von Halos auftreten, je nach Form und Orientierung der Eiskristalle. Halos treten am häufigsten in den Polargebieten auf, wo es oft Eiskristalle in der Atmosphäre gibt. Sie können jedoch auch in anderen Teilen der Welt entstehen, wenn die Bedingungen günstig sind.